Also es ist wieder ein bisschen dunkler, aber schon deutlich besser. Ich mach mal kurz das hier an, dann sieht das nämlich magisch aus. Ja, wir machen ein bisschen Squats hier. Nicole ist die beste Squatterin der Welt. Von der Technik her. Nie irgendwie was von Technik gehört, wie man es machen so weiter. Intuitiv macht es direkt richtig. Wir haben jetzt 40 Kilo auf der Stange, setzen Aufwärmsatz. Und es geht hier besonders auch um den Beckenboden. Sie macht es auch barfuß, braucht auch keine Kniebeugeschuhe und so weiter. Und los geht's. Ja, Beckenboden aktiviert. Da sieht man. Noch eine. Und noch eine dritte. Und noch eine vierte. Und die letzte. Ja, perfekt. Haben jetzt 53 Kilo circa drauf, 220 Kilo Scheiben und die Stange wiegt circa 12,5, 13, weil die länger als die Norm ist. Ja, sind 10 Kilo mehr jetzt gerade. Das ist schon für eine untrainierte Nicole spannend. Also schon recht schwer für ein untrainiertes Nicole. Einatmen, halten und hoch! Sehr gut, noch eine. Ja! Ja! Und noch! Eine noch! Ja, komm! Geht doch. So, und dann sieht man jetzt im Vergleich, ich werde jetzt Kniebeuge machen. Wahrscheinlich werde ich es deutlich schlechter durchführen. Einerseits brauche ich schon diese schwarze Unterlage da, weil meine Achillessehnen verkürzt sind, wie bei den meisten Leuten. Und da brauche ich halt dann so eine Stütze ein bisschen für die. Aber das will ich auch noch trainieren, ist das egal. Sieht bei mir wahrscheinlich schlechter aussehen. Sehr gut. Ich habe das mal so versucht, wie ich Nicole das macht mit Beckenbodenaktivierung. Ist nicht so mein Ziel momentan, aber habe ich es mal versucht. Jetzt sind wir beim Kreuzheben. Sehr gut fürs zweite Mal im ganzen Leben. Wieder schön den Beckenboden aktiviert. So, direkt 20 Kilo mehr, jetzt sind wir 83 Kilo. Und da Ja? grinst Nicole. Ja. Easy!